Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Die Kette wieder hier, eure Handarbeitstrolli. Ja, unverkennbar mit einem Diamond Art Club. Ganz genau, noch ein Teil meiner Black Friday Bestellung. Letztes Mal hatten wir eckige Steinchen, heute haben wir runde Steinchen. Was bleibt, ist die wunderschöne Windmühlenverpackung. I like. Die Schrumpffolie habe ich schon mal abgezogen. Hinten auf der Verpackung steht immer deine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit drauf, dein Inhalt. Genau. Und was hat sie bestellt? Bitte. Ihr habt es natürlich sowieso schon im Thumbnail gesehen. Poisoned von Jessie. Jessie? Ja. Rund in 56 mal 64 mit AB-Steinchen. Und gucken wir mal rein. Bam. Oh, und es hat wieder ein neues Toolkit. Das ist doch sehr schön. Das ist sehr schön. So, Toolkit und Vorschau-Sticker. Der geht auf meine Box. Genau. Also bei speziell lizenzierten Kits, da sind die nicht dabei. Da bitte dann extra mit in die Bestellung schreiben, dass ihr die mit eingetütet haben wollt, aber bei den normal lizenzierten Bildern, da sind alle Sticker wieder mit dabei. Jawohl. So, Überraschungstoolkit. Gucken wir mal rein, ob wir ein Washi-Tape haben oder nicht. Fühlt sich fast nicht so an. Doch, es ist eins dran. Das neue Toolkit von Diamond Art Club. Guck, Lea. Mit dem neuen Bötchen, was etwas größer ist. Und dabei hast du auch gleich einen Blub. Einen, nee, keinen Blub, sondern einen Stopper. Tada! Mit Gold, Flitzer, Glitzer. Du hast einen Aufsetzerstift. Diesmal haben wir einen pinken mit einem lila Griffi. Letztes Mal hatten wir einen gelben. Das ist immer völlig. Guck mal, ich habe es gleich fallen lassen. Zack, offen und getrennt. Genau, das ist völlig variabel, welchen Stift ihr bekommt. Washi-Tape ist mal dabei, mal nicht. Heute haben wir es. Schwarz-Gold, sehr edel, finde ich geil. I like. Hier unten befinden sich zwei Multi-Aufsätze, ein Vierer, ein Siebener, die schmalen. Sehr schön. Ich bin ja durchaus ein Fan von Multisätzen. Du hast eine Tüte mit Tüten. Wunderbar. Fallen gelassenes Wachs, und zwar zwei Wachsplättchen in Herzform in passender Herzschachtel. So, rin da mit euch. Raus, rin, rin, raus. Was will sie denn? Blub. So, und einen Coverminder habt ihr mit dabei. Ihr habt im Hintergrund vielleicht schon gelutscht. Ich habe einen kleinen Macaron. Mit den Fliege mal. Irgendwas lasse ich immer fallen, oder? Naja, besser runter als hoch. Mit den schönen flachen Magneten. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Hasis. Mal rausgestellt mit euch hier. Blöd.
da jede drin. Und tschum. Wollen wir mal gucken, was er sich fütschelt. Ne, habt ihr ja gesehen. Do what makes you sparkle, der Spruch von Diamond Art Club. Und es blendet euch. Tja, bei so einer Schönheit kann man auch mal leicht geblendet sein. Das ist viel größer, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich gestehen. Aber cool. Cool, cool, cool. Versuch's mal so. Ja, was stellt sie sich auch so große Lightboxen hin, ne? Da ist die Jutste. Beim Rendering, auch hier bei den runden Steinen, das kommt nicht ganz so knusper scharf raus wie die unbepaintete Fläche bei eckigen Steinchen. Aber man kann doch gut was erkennen, würde ich sagen. Dein Schneewittchen angehauchtes Madel mit den zwei Apfelhälften. Das kommt wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut rüber. Ich blende dir mal kurz noch mal ein Foto ein, dass man das sieht. Die Würmchen, auf den, die sich auf den halben Äpfeln tummeln. Und auch cool finde ich hier die Totenkopfglasur quasi. Ja, so ein bisschen Märchen, ein bisschen Rockabilly, ein bisschen von allem. Ich fand's cool. Und deswegen ist sie hier. Ja, wie viele Farben haben wir denn? Habe ich gar nicht gekickt. 31. Und wir haben zwei AB-Farben. Einmal hatte ich letztens auch ja nicht gezeigt, aber da muss ich euch ja wieder ranfahren. So, den scharfen Druck von Diamond Art Club. Daran hat sich nichts geändert. Was sich wieder geändert hat, ist die Leinwandrückseite, dass sie wieder schön kuschelig ist und alles so schön weich und fluffig. Genau, AB-Steinchen wollte ich sagen. Alles, was die Farbnummer unter 150 ist, ist bei Diamond Art Club ein AB-Steinchen. Könnt ihr gerade mal einen Blick über die Symbole werfen? Ja. So, und was haben wir noch auf der Leinwand? Dein Vorschaubild, der Name des Bildes, Größe, die Lizenzierung, soziale Medien, so heißen die, deine lebenslange Garantie und die Leinwand. Wie gesagt, das ist nicht zu vergleichen. Fluffelig weich. Zu biegen, zu knicken, zu machen, zu tun und alles ist wieder wunderbar. Tschu, gerade. Ja, ach, ist sie süß. Frag dich mal ran. Dreh die Jute mal um. Ah, guck mal, heute ohne anschuckeln. Naja, kommt vielleicht noch. Habe ich noch ein bisschen vor mir. Dein Booklet mit. Mit. Tipps und Tricks. Wie du vorgehst. Ein Gutscheincode. 15% Erstbesteller-Link ist unten in der Infobox. Ja, für alle, die das erste Mal bei Diamond Art Club bestellen, dann kannst du diesen Gutscheincode nutzen. Ich krieg ein paar Pünktchen da. Und die Pünktchen kann ich dann, wenn ich genug gesammelt habe, einlösen und mir wieder
was Schickes bestellen. So, diesen großen Sticker, den habt ihr da auch mit dabei. Mit Start- und Enddatum nochmal einen größeren Vorschaubild. Deine Sticker-Legende mit vorperforierten Stickern. Super geil, super praktisch. Bitte aber darauf achten, dass er sie beim ersten Mal richtig klebt, weil das zweite Mal kleben die nicht so schön. Bis gar nicht. Jede Menge bunte Steinchen. So, du kennst dich aus. Wenn du die Steinchen nicht angucken willst, dann bitte dahin spulen. Ansonsten, so sieht es aus. Steht nochmal alles auf der Tüte. Und wie gewohnt suchen wir den Anfang. So. Dum, dum, dum. Ui. Ui. Oh, wow. Entschuldigung, war gerade maximal begeistert von der einen Farbe. Ui. So, und auch hier, ihr wisst, Diamond Art Club sortiert nicht nach Reihenfolge, sondern nach Anzahl der Steinchen. Wir starten mit der 154 und zwar, ich hoffe, warte mal, kann ich dich nah ranbringen. Und das sind die neuen Steinchen auch. Die funkeln und glitzern noch mal eine Spur mehr. Ach, guck. Guck. Wunderschön. Ja, 154. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Tütchen 154. Jawohl. Ich meine, man verpaintet nicht alle. Also auf jeden Fall, eine so eine Tüte wird definitiv übrig bleiben. Du hast immer genug Steinchen. Gefolgt von der 712, die 327, 38, 37 und wieder etwas Bubblegum-Kiste, 3607. So, hier unten wird es bunter. So, 37,55. Die 208. Die 334. Zweimal. Ein Quietschegelb. Die 727. Die, wow. Okay, das ist nicht ganz so orange in echt. Da ist ein Peach-Unterton, aber in der Kamera sieht es für mich jetzt sehr orange aus. Und der hier ein bisschen lascher. Also der kommt ein bisschen kräftiger daher. Die 3341. Ja. So. Weniger Steinchen, kleinere Tütchen. Die 951. Die 3811. Na, da mussten sie ja quetschen, dass sie die Zahlen darauf kriegen. 155. Und wir haben den ersten AB-Steinchen. AB steht für die Polarlichter. Nein, AB steht für Aurora Borealis, was die Polarlichter sind. So. Diese Steinchen haben noch mal eine spezielle Oberfläche, die so in Regenbogenfarben schimmert. Schimmer, schimmer, funkel, funkel. Und hier siehst du auch, hier kommen die Facetten von den Steinchen jetzt viel besser durch. Die 892, 3327, 963, 891, 894, die 130, noch ein Abi, ein Quietschegelber. Okay. Gelb und Zartgelb. Okay. 158. 36,9. Das ist ja ohne schöne Farbe. So Minzgelb.
krass. 333, 340, 37, 33, 718, 869, 420. Mal kurz neben der Kamera. Doch, die Farbe kommt ganz gut genau so quietschig rüber, wie sie auch ist. Die 893 beendet das Ganze. Ja. Okay. Doch ein bisschen bunter als gedacht. Aber gut, okay, wenn man sich anguckt hier oben. Durch Herz. Ja. Wartet mal, ey. Das trägt mich auf mit der Softbox. Moment, dranbleiben. So, mal gucken, ob das ein bisschen besser ist. Naja, zumindest ist nicht die ganz große Reflexion drauf. Okay, so ist es halt, wenn man bloß abends Zeit hat. AB-Steinchen-Suche. Die 1 ist das zarte Gelb und die 2 das kräftige. So, zartes Gelb hier in der Giftsuppe hier. Und hier oben auf der Giftglasur so ein bisschen. Ich nenne die jetzt mal so. Hier unten sehe ich gerade, hier ist die 2, das in diesen Raffungen von den Ärmeln oder in den, wo zusammengebunden ist quasi. Das ist das dunklere Gelb. Hier oben muss doch was sein. So. Hier oben auf der Glasur ist wieder der helle AB. Hier, das, was hier hell ist. Und einmal ums Herz herum. Das ist der helle AB. Und hier schließt der dunkelgelb. Hier mit an, dass die Flamme so ein bisschen detaillierter rauskommt. Also sehr dezent eingesetzt, aber ich habe ja im Hintergrund arbeite ich ja an einem anderen Diamond Art Club mit den neuen runden Steinen. Also die funkeln wie Sau. Also das wird definitiv deswegen nicht unspektakulärer aussehen, nur weil da weniger AB-Steinchen dabei sind. Ja, cool. Ich mag sie. Ich finde den Stil irgendwie cool. Ich hoffe, in der Richtung kommt noch ein bisschen was mehr raus. Ja. Gut, meine Lieben, das war's schon wieder. Was sagt ihr? Gefällt? Zu dunkel? Zu kitschig? Oder doch cool? Ja, auf jeden Fall. Bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich, tragt die Hörnchen aufrecht und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!